Psst. Männer, demnächst machen wir hier mal chinesische Harmonielehre. Da bring ich mal die Stöckelschuhe von meiner Ollen mit und werf die euch entgegen. Da gibt's hier ein klassisches Fang Shui. Ja, in Bayern hat der Sommer nun mal so richtig zugeschlagen. Also der Jan Sommer im Tor bei Gladbach. Ne? 19 Dinger rausgeholt. Das sind mehr Paraden, als die Schützenfeste rund um Münster in den letzten Jahren gesehen haben. 35-5 Torschüsse für die Bayern, ne? Nur 1-1. Der Müller hat hinterher den Gladbach-Spielern zugerufen, ihr geht bestimmt heute Abend ins Casino und setzt alles auf Rot. Hätte ich ja hinterher gebrüllt, nee Müller, wir gehen jetzt in eine Kabine und spielen bayerisches Roulette. Wir stellen eine Kiste Pilz auf den Tisch und in der Mitte ist ein alkoholfreies Radler. Kommst du mit? Hermann, sagt die Kassiererin im Supermarkt, zahl mit Karte, da legst du noch eine Pik 7 hin. Ja, nächste Woche geht's für die Bayern gegen Union Berlin. Die machen alles richtig. Fresse halten, da war Union Berlin. Team aufbauen. Da werden Spieler gecheckt, kein Witz, ne? Wie die sich nach einer Niederlage verhalten. Das ist total praktisch, wenn du zum Beispiel jemanden von Schalke verpflichten willst. Da hast du diese Saison noch genug Feldversuche. Als Schalke-Fan musst du ja auch letzte Woche vorgekommen sein. Da nach Hause gekommen bist nach dem Spiel und die Frau hat gesagt, na, Schatz, Lust auf Sex zu Hause? Der dauert. Genauso lang wie die Leitung der Abwehrspieler bei Schalke momentan. Die Abwehr von Schalke, die macht demnächst Werbung für Brausetabletten. So viele Auflösungserscheinungen haben die. Patrick, was ist denn los? Du liegst ja häufiger auf dem Boden als die Besucher im Freibad. Und Julian Nagelsmann hat dem Schiedsrichter die Arschlochfrage gestellt, weil er zu dem gesagt hat, geht dein Headset noch? Dafür sieht er gelb. Da hat der Julian aber mal so richtig einen rausgehauen. Wenn das mittlerweile Trash-Talk in der Bundesliga ist, dann gute Nacht. Wir haben bei uns um die Ecke haben wir einen Schiedsrichter, Hans-Peter Kowalski. Kohle ohne Ende, Multimillionär. Schiedsrichter- und Trainerexkursion wieder nach Recklinghausen ins Diamonds. Ja, weil wir halt gerne feiern und auf den Tischen tanzen. Table Dance Bar. Da kommt die Bedienung rum, will die erste Runde Pilzken abrechnen. Da stellt sich der Hans-Peter, Multimillionär, schlafend. Ich so, sag mal. Der Hans-Peter, erstes Spiel bei uns am Pfeifen. Ich so, Hans-Peter, lässt du heute großzügig laufen? Oder pennst du gleich wieder ein? Wie damals im Diamonds. 10 Spiele Sperre hatte ich wegen der blöden Memme. Andi, du bist auch so ein Transfinanzieller, ne? Ein Reicher, gefangen im Körper von einer ganz armen Sau. Ja, Max Kruse sendet jetzt indirekte Zeichen. Spielt mit einem roten und einem weißen Schuh. Ja, wenn du die zwei gleichfarbigen nicht mehr findest, dann machst du halt so. Oder vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass er nächstes Jahr beim 1. FC Köln spielt. Das wär's, ey. Wie in Leipzig jetzt DFB-Pokal. Da müssen die in Leipzig spielen, weil Teutonia Otten sind. Die kommen eigentlich aus Hamburg. Und Hamburg keiner hat, wollte denen Platz anbieten, dass Leipzig da spielen kann. Da wollten sie nach Dessau. Da war der ganze Platz plötzlich verunstaltet. Ich kenne das. Wir hatten bei uns vor 4,5 Jahren hatten wir Oktoberfest. Ne? Und da gibt's eigentlich immer so einen Hügel, wo man hier. Ne, frei laufen lassen kann. Das hatten die alle nur verwechselt und standen bei uns auf dem Platz. 4 Wochen nicht bespielbar, das Ding. Patrick, wie intelligent bist du eigentlich? Du denkst auf das Eis. Hegendasch, das kommt aus Hagen. Geil. Eintracht jetzt in der Champions League, Frankfurt, ne? Lissabon, Marseille, Tottenham. Spielst Champions League, hast aber eine Euroleague-Gruppe. Viktoria Pilsen, da sind den Pilsen-Fans aber einige Pils aus der Hand gefallen. Barcelona, Inter Mailand und Bayern München. Das ist am Ende ein Torverhältnis wie beim Handball. Ja, und der Lewandowski spielt schön gegen die Bayern und der Haaland gegen BVB. So muss das sein. Los, Glück musst du haben. Das ist ein bisschen wie beim Abi-Treffen, wo du so ehemalige Kollegen triffst. Ich will gar nichts von dir wissen. Ich will auch nicht wissen, was du machst. Alles scheiße. Aber da freue ich mich richtig drauf. Ne? Wenn der Dickel 5-mal Erling ausrufen kann. Das wird... Ah. Stefan! Finde ich in der Kabine nochmal einen Aschenbecher mit ausgedrückten Keksen, weil du seit 3 Wochen Nichtraucher bist. Dann knallt's! Kevin! Boah, der ist so hohl, der glaubt wirklich, ungefütterte Handschuhe haben Hunger. Die Abwehr von Schalke, die macht demnächst Werbung für Hans! Nee, der Hans. Was denn jetzt? Ja oder nein, Hans-Peter, Mensch? Ja, Max Kruse sendet jetzt schon indirekte Zeichen, dass er nächstes Jahr beim Erst... Patrick, wie intelligent bist du eigentlich? Du denkst auch, dass... Jetzt hab ich den Text vergessen. Nochmal. Lissabon, Tottenham und den dritten Club habe ich vergessen.